Kurz ein paar Übungen für die erste, zweite, dritte binomische Formel. Wie man hier sieht, haben wir im Moment nur die erste und zweite angewandt, also wir kommen dann später zu den anderen. Zu Hause Pause drücken, wir lösen es in der Zeit und dann melden wir uns wieder mit den Ergebnissen. So, hier sind die Ergebnisse. Ich werde jetzt gleich Pause drücken, zu Hause Pause drücken, vergleichen und dann gucken. Und dann geht das los. So, ich schreibe jetzt die nächsten auf. So, hier sind die nächsten drei Aufgaben. Und wer bei der ersten von diesen hier mit Kanonen nach Spatzen schießt, ist selber schuld. Das geht leichter. So, Pause drücken, zu Hause lösen und dann geht's weiter. Und wir lösen sie hier. So, also hier bei der ersten, da macht sich das günstig, wenn man sagt, ich schreibe das als 81 mal 81, dann kann man deutlicher kürzen. Wer das schon kann und Potenzgesetze anwenden kann, der könnte diesen rechten Ausdruck hinschreiben und Folgendes tun, das sieht dann so aus hier, dass man dann sagt, das ist genauso wie 81 27stel in Klammern zum Quadrat und kürzt dann da drin rum. 1, 3 und sagt dann 3 mal 3 ist 9. Das geht dann auch. Aber das kommt erst in höheren Klassen, also in der nächsten Klasse dran, dass wir mit solchen Potenzgesetzen arbeiten. Das wäre oben die andere Variante. Aber behelfen kann man sich immer, indem man sagt 81, in Klammern zum Quadrat kann man dann die Klammer weglassen, ist 81 mal 81, unten 27 mal 27 und dann entsprechend kürzen, dann geht das. Zum Rest muss ich wohl nichts sagen, oben einklammern und dann bleibt so ein Ausdruck übrig. Angucken zu Hause, Stopp-Taste, also Pause-Taste drücken. Wir kommen zu den nächsten Übungsaufgaben. So, und jetzt haben wir noch drei Aufgaben. Zu Hause Pause drücken, üben, selber lösen, macht schlau, abschreiben. Wir melden uns mit den Ergebnissen wieder. So, ich hatte hier Mist gemacht, blöderweise. Eins ist klar, bei der dritten, die erste ist kein Problem, bei der dritten Aufgabe erstmal die 16 und die 8 kürzen. Dann bin ich hier unten erstmal eine Sorge los, dann steht hier unten die ganze Zeit x plus 0,1. Das führt sich fort. Jetzt hatte ich aber blöderweise hier von vorhergehenden Zeiten noch hoch 2 stehen und das hat die Schüler etwas, sagen wir mal, ganz schön zum Rechnen gebracht. Wenn ich mir diesen oberen Ausdruck hier, wenn ich mir den richtig angucke, kann ich das hier drinnen zu diesem Ausdruck machen. Das ist ja nichts anderes als x plus 0,1 in Klammern zum Quadrat. Außen bleibt aber noch extra mal hoch 2. Das war ein Fehler von mir, den ich einfach aus einer anderen Aufgabe übernommen hatte. Ist aber nicht schlimm, die Schüler haben es trotzdem richtig gemacht. Was ist dann passiert? Drehen wir den auf, drieseln wir das Ding mal auf. Dann steht ja hier eigentlich in Blau 2 mal äußere Klammer hoch 2, das bleibt. Und innen drin ausführlich 0,1, x plus 0,1 mal in Klammern x plus 0,1. Hier kann man auch nicht so weiter kürzen. Ähnlich wie in dem Beispiel hier mit den Zahlen lohnt es sich durchaus nochmal diesen Ausdruck hier, das ist dieser, den nochmal so hinzuschreiben. Und aus dieser ganzen Geschichte, jetzt könnte ich eigentlich die blaue Klammer weglassen, kann ich Folgendes machen, jetzt das zeige ich mal in grün, kann ich eine Klammer, wenn ich das hier in Gedanken wieder einklamme, rauskürzen. Und dann bleibt übrig aus dem Ganzen, ich mache jetzt mal in schwarz weiter, 2 mal, und jetzt bleiben mir bloß noch 3 Klammerausdrücke übrig, x plus 0,1 in Klammern hoch 3. Unten die durch 1 können wir uns schenken. Das ist das Endergebnis, das amtliche. Donnerwetter, habt ihr schön gemacht. Bei der hier, das mache ich mal gleich live, das ist nicht weiter schlimm. Hier entsteht, ich mache mal hier unten weiter. Hier entsteht lediglich x plus 0,3 in Klammern mal x minus 0,3 in Klammern. Ne, entsteht aus dem oberen Ausdruck. Das Ganze bleibt ja unten durch x plus 0,3 geteilt. Und ich setz jetzt mal hier der Übersichtlichkeit eine Klammer drum und dann sieht man, dass man die beiden Ausdrücke komplett als Faktoren also kürzen kann und das ist, was übrig bleibt, x minus 0,3. Das war dieses amtliche Endergebnis dafür. So, ich werde jetzt gleich nochmal Pause drücken. Das war dieses hier. Ich werde gleich nochmal Pause drücken und noch eine schicke Aufgabe zum Schluss hinten ransetzen, aber die ist letzten Endes so ähnlich. So, jetzt kommt hier die letzte Aufgabe. Ich sag's gleich, die ähnelt der hellblauen hier etwas. Also cool bleiben hier. So, mal kurz zur Erklärung, was hier passiert. Wir gucken uns erstmal das an. Wir haben einen Faktor 6 und einen Faktor Klammerausdruck. Faktor 3, Faktor Klammerausdruck.
Hier kann man ganz schnell erstmal diese Geschichte erledigen. Das heißt also, zweimal bleibt oben und eine 1 unterm Bruchstrich, die wir uns schenken können. Gucken wir uns den oberen Ausdruck mal an. Wenn ich hier drauf, Achtung, da steht in Klammern zum Quadrat. Wenn ich hier drauf die binomische Formel anwende, ich mache die Klammer mal wieder blau, die ähnelt der ganzen Geschichte, dann steht hier 1,1x minus 1,2y in Klammern extra. Die blauen lasse ich jetzt mal, weil es in Klammern zum Quadrat heißt, der ganze Quatsch. Und hier 1,1x plus 1,2y. Und das alles bleibt dabei in Klammern noch zum Quadrat. Jetzt habe ich hier unten 1,2y plus 1,1x. Bei der Addition darf man die beiden Summanden vertauschen. Gucken wir mal an. Aber man darf hier noch nicht so frei drin rumkürzen, weil wir uns ja noch nicht ganz klar sind, was daraus entsteht. Wenn ich das jetzt groß abschreibe, dann müsste Folgendes passieren. Gucken wir mal. So ähnlich wie bei der Geschichte. Nochmal explodieren lasse, weil ich ja das noch nicht richtig kann. Dann passiert das hier, dass wir sagen, okay, jetzt schreibe ich zweimal, ich mache das nochmal in blau, damit es besser auffällt, zweimal in Klammern und jetzt muss ich diesen ganzen Kram hier praktisch noch ein paar Mal abschreiben. Ist aber nicht schlimm. 1,1x minus 1,2y und so weiter. Und nochmal 1,1x minus 1,2y. Später lernt ihr Techniken, wie das dann schneller geht, aber jetzt kann man sich auf diese Art und Weise behelfen. Y, jetzt wird es knapp. So, und den ganzen Kram nochmal blau eingeklammert. Ist aber nicht schlimm. Jetzt habe ich einen Bruchstrich und unten steht einmal dieser Ausdruck 1,2y plus 1,1x. Und jetzt kann man das genauso machen. Diese blaue Klammer, die hätte ich mir eigentlich schenken können. Jetzt kann ich sagen, mache ich es wieder in grün. Ich klammer das mal ein, damit man es besser sieht. Jetzt suche ich mir eine Summe raus, eine von denen, am besten die letzte. Dann ärgert mich das Ding nicht so doll. Sage ich, okay, das teile ich durch den gesamten Klammerausdruck, kürze das also raus, unten bleibt ein 1 stehen. Und jetzt aber Achtung, jetzt kann ich das bestenfalls noch so zusammenfassen, dass ich sage, okay, das ist zweimal, die lasse ich jetzt mal in blau. Die äußeren Klammern kann ich wirklich mir schenken. Und habe ich hier ein Minus, dann kann ich sagen, okay, das ist 1,1x minus 1,2y in Klammern zum Quadrat mal den ganzen Kram nochmal so. Wäre die eine Variante, das ist das eine amtliche Endergebnis. Oder ich sage, ich schnapp mir diesen Teil nochmal und nehme wieder die dritte binomische Formel und nehme dann alles mal das. Das ist jedem Einzelnen überlassen. Also hieße das in blau zweimal. Und jetzt geht es in schwarz weiter. 1,21x² minus 1,44y², das ist dieser blaue Teil hier, hier oben. Und das Ganze, Achtung, aber eingeklammert, mal. Und jetzt kommt noch der restliche Kram dazu, nämlich 1,1x minus 1,2y in Klammern. Und dann habe ich auch diese Art amtliches Endergebnis. So, jetzt machen wir mit der Übung Schluss hier. Ich mache nochmal kurz Pause, weil es hier Fragen gibt. So, Fragen soweit durch. Also das letzte war eine Sauerei. Viele Schreiberei ist nötig, um sowas rauszukriegen. Aber man sieht wieder, Mathe ist Schreiben. Man kriegt es also raus. So, Video an der Stelle erstmal dicht. Wir machen dann was anderes.